Hi, ich bin André, ich bin 23 Jahre alt und ich studiere Fahrzeugtechnik an der Technischen Hochschule in Ulm. Ich habe davor noch eine Ausbildung gemacht, das heißt, wenn du dazu Fragen hast zum Thema Ausbildung und zum Thema Studieren nach der Ausbildung, darfst du mir gerne jederzeit eine Nachricht schreiben. Fahrzeugtechnik ist ein Studiengang, der sehr technisch ist auf jeden Fall, der nahe an Maschinenbau ist, aber eben ein bisschen spezialisierter auf Fahrzeuge. Und das sind jetzt nicht nur Autos und Busse und LKWs, sondern tatsächlich auch alles, was auf der Schiene fährt, Züge, so Spezialmaschinen, Kehrmaschinen, Kräne, Motorräder, alles Mögliche. Und da ich eben eine Leidenschaft dazu habe, war das für mich genau das Richtige. Am Anfang habe ich mir erst gedacht, okay, ich werde Grafikdesigner, habe aber dann mit Leuten geredet, die das wirklich täglich in ihrem Job machen. Und da ist schnell rausgekommen, nee, das ist nicht das Richtige für mich. Das ist vielleicht ein tolles Hobby, aber nicht meins. Dann habe ich eben wieder nachgedacht, was kann ich, was interessiert mich. Und dann sind eben Autos rausgekommen. Das war meine Leidenschaft und generell Technik fand ich super. Ich war auf der Realschule und wusste, okay, ich möchte das studieren, aber ich brauche noch meine Hochschulreife. Ich bin dann aufs Gymnasium. Da war bei mir aber dann die Luft raus. Ich war echt unmotiviert. Und dann haben eben auch viele Leute zu mir gesagt, mach doch einfach mal eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Das bringt dich menschlich viel weiter, du wirst reifer und du hast auch dieses technische Wissen danach, was dir in deinem Studium später viel bringen wird. Genau das habe ich dann auch gemacht. Ich habe die 10. Klasse noch zu Ende gemacht und habe dann meine Ausbildung gestartet. Nach 3 Jahren hatte ich die Ausbildung absolviert. Es hat mir richtig gut getan, war die beste Entscheidung, aber ich hatte eben immer noch keine Fachhochschulreife oder Hochschulreife. Deswegen bin ich auf die Berufsoberschule und habe das da in einem Jahr durchgezogen. Mit der Fachhochschulreife habe ich mich dann an der Technischen Hochschule in Ulm beworben, weil für mich ganz klar war, ich möchte nach Ulm. Meine Eltern haben dort studiert, mein Bruder hat dort studiert, alle meine Freunde haben hier in Ulm studiert und ich hatte eben deswegen schon immer eine starke Verbindung zu der Stadt und fühle mich einfach super wohl. Ich habe mich dann an der Technischen Hochschule in Ulm für Fahrzeugtechnik und Maschinenbau beworben. Weil ich habe schon damit stark gepokert, dass ich mich nur in Ulm beworben habe und wollte dann sicher gehen, dass ich einen der zwei Plätze wenigstens kriege. Da die Studiengänge so nah miteinander verbunden sind, hätte es mich jetzt auch nicht so gestört, wenn es Maschinenbau geworden wäre. Ich konnte mich aber dann entscheiden und habe dann natürlich Fahrzeugtechnik gewählt. Jetzt stellt sich oft noch die Frage, wie viel Geld hat ein Student pro Monat zur Verfügung? Bei mir ist es ein bisschen mehr, bei mir sind es ungefähr 1000 Euro. Zum einen kriege ich Geld von meinen Eltern. Ich habe während der Ausbildung sehr, sehr viele Überstunden unbezahlt gemacht und habe nicht so gut verdient, habe mich aber sehr reingehangen und deswegen haben meine Eltern mir jetzt gesagt, okay, du hast dich da so angestrengt, deswegen geben wir dir jetzt eine finanzielle Unterstützung und dann habe ich eben noch ein paar, zwei Nebenjobs und so komme ich dann auf meine ungefähr 1000 Euro. Natürlich muss man für die Miete was ausgeben, für Essen, Getränke, für Unizeug. Bei mir ist auch Sprit für mein Auto und da kommt schon eine Summe zusammen. Wenn man ein schönes Leben haben will in Ulm, aber sag ich mal, nicht verschwenderisch lebt, kommt man aber auch ganz gut mit 600, 700 Euro, wenn man zentral in Ulm wohnt, gut aus. Als kleiner Tipp zum Ende noch von mir, was ich schmerzhaft lernen musste, waren die Fristen. Fristen sind verdammt wichtig und informiert euch frühzeitig über Fristen, weil wenn ihr Fristen verpasst oder wenn es brutal knapp wird, dann habt ihr echt kein schönes Leben. Das ist super stressig und ihr regt euch tierisch auf, wenn ihr wegen einer Frist, die ihr verpasst habt, mal ein halbes Jahr verliert. Informiert euch da frühzeitig an der Hochschule, die euch gefällt, wann müsst ihr was abgeben und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das war so ein kleiner Überblick von mir. Wenn ihr Fragen habt zum Thema, wie ist es in Ulm zu studieren, wie ist Fahrzeugtechnik, wie ist es in der Ausbildung, dürft ihr mir gerne schreiben. Ich gebe da Auskünfte und ihr dürft auch gerne mal, wenn ihr wollt, bei mir einen Tag mitgehen, im Studium. Meldet euch einfach. Ich wünsche euch viel Glück bei eurer Studienwahl. Macht's gut. Ciao.